Yo Leute, was geht ab? Saib am Start und willkommen zu einer neuen Runde COD Black Ops 3 und heute ein kleines Gameplay von meinem Cousin und zwar dem Manuel Akastar. Ja, wer kennt ihr nicht? Ein richtiges Monster, ein richtiges Biest in dem Game. Und ja, da war der gerade, glaube ich, mal Level 3, 2. Und ja, heute sprechen wir mal ein bisschen über Black Ops 3. Mal ein bisschen Real Talk, ob man sich das Spiel überhaupt holen sollte, ob es sich überhaupt lohnt. Und jetzt kommt so ein bisschen meine Empfehlung. Und zwar habe ich schon mittlerweile rund... Mal kurz gucken, wo steht denn hier meine Zeit, wie lange ich gezockt habe? Ah, 9 Stunden, 2 Minuten, 19 Sekunden. Alleiniges, ja, wie soll man sagen, Gameplay, Ingame-Zeit. Und, ja, ich würde auch schon sagen, ich könnte auf jeden Fall ein Urteil drüber fällen. KD 1,50, geht auf jeden Fall ganz klar, ist ganz okay. Jetzt für den Anfang noch. Und, ich muss sagen, das Spiel ist richtig geil. Fangen wir erstmal drüber an. Reden wir erstmal drüber, ob es sich auf jeden Fall lohnt. Ist mal eine klare Antwort. Ich würde auf jeden Fall ja sagen, weil das Spiel ist echt besser als Advanced Warfare Ghosts. Und ich finde echt, das Spiel, das hat es wieder ein bisschen wieder hochgepusht. Und ja, das Suchten macht wieder richtig Fun. Und das Rumgejumpe, das nervt auch überhaupt nicht. Also die haben das echt so auf dem Level gebracht, so ausgebalanced, dass das eigentlich auf den Sack geht. Hier stirbt man aus Versehen wegen so einem kleinen, ja, wegen ein bisschen Unaufmerksamkeit. Und ich muss sagen, so für, wenn man jetzt hier schaut, er war jetzt gerade mal Level 2, Level 3 und das Gameplay, das ist echt super in Ordnung für dieses Level. Auf jeden Fall dick im Plus. Hier zocken wir ein bisschen Herrschaft auf der Map Combine, heißt die, glaube ich, oder so. Mit der KN ist ein bisschen AK ähnlich. Darauf hat er erstmal nur das Rotpunktvisier, wahrscheinlich noch einen Griff oder sowas. Und man merkt auch schon gar keine Tarnung draufgeballert oder sonst was. Also das Spiel ist echt so mega geil, dass man auch selbst mit gar keinen anderen Waffen außer den Anfangswaffen schön was reißen kann. Und also ich muss echt sagen, das Spiel ist echt der Burner. Und kein Burger, sondern der Burner. Und auf jeden Fall zu empfehlen, Advanced Warfare kann er echt einpacken. Ghosts ebenfalls, war auch ganz okay. Ghosts, meiner Meinung nach, viele hassen das Spiel ja ziemlich, aber Black Ops 3, allein die ganzen Einstellungen, die man hat, ja, wenn man hier seine, keine Ahnung, seine KD da rausfriemeln will, man kann da echt alles nachschauen, was man möchte. Und alleine der Grund, dass man sich Lackierungen selber machen kann, das ist sowas wie eine Tarnung, aber halt leider nur auf so einen kleinen Bereich beschränkt. Aber ey, Leute, wer hat sich das nicht mal gewünscht, eine eigene Waffentarnung zu, sagen wir mal, designen oder selbst das Aufbringen von Aufsätzen und so weiter, dass man das sieht in der Kaserne oder wie das auch immer heißt, Klasseneditor, auf jeden Fall, dass man dort sieht, wie die Aufsätze auf die Waffe gepackt werden und wie die Waffe dann im Endeffekt aussieht. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Das gab es auch mal in einem anderen Spiel. Und das finde ich echt mega geil, dass das auch in diesem Spiel so ist. Und man kann echt fast mit jeder Waffe was Vernünftiges reißen. Das heißt, das Spiel ist echt fast nur noch so skillbasiert. Ich meine, mit der Kuh da kann man auch mega krasse Gameplays spielen. Auch wenn die Waffe, ja, für den Anfang nicht so mega geil ist, aber man kann trotzdem noch richtig geile Gameplays damit erspielen und dann, wenn man den Lasermarkierer hat und schnell ziehen und so ein Krimskrams auf der Waffe, ey, dann ist die sowas von präziser, selbst als Maschinenpistole, da kann man echt Sachen reißen, ey, das ist richtig krass. Wenn man da noch Herrschaft spielt, ich sage euch Leute, 40 plus ist auf jeden Fall drin. Und Team Deathmatch ist halt so ein bisschen für zwischendurch, aber Herrschaft, ey, da ist man, ich sag euch, wenn man mehr oder weniger spielen kann und nicht der krasseste No-Hand ist, ist man auf jeden Fall über 30 Kills drin. Jetzt kommt es noch drauf an, wie die Gegner so spielen und ja, dann müsst ihr halt gucken, wie oft ihr stirbt, wie ihr überhaupt zockt, bisschen mehr
ein bisschen mehr, wie soll man sagen, defensiv oder eher so der Rusher. Bei der Rusher-Klasse wird ihr auf jeden Fall viele Kills machen, aber ja, dementsprechend auch oft sterben, weil es schon ziemlich viele Wege in diesem Map-Designs gibt. Hier zwar circa 3 Stück, aber ist immer ein bisschen aufgesplittet. Man kann unten lang gehen, man kann oben lang gehen, man kann von rechts an der Wand entlang laufen, pipapo. Und also ich sage echt, das Spiel sollte man sich holen. Ich meine, ich spiele die COD-Reihe schon seit dem Anfang, echt. Als ich ein kleiner Knöps war, da habe ich schon hier die ganzen World at War-Teile gezockt. Und ich muss echt sagen, die haben die sich richtig gut was einfallen lassen, um das mehr oder weniger wieder gerade zu biegen, weil die letzten Teile, die waren ja nicht so geil. Und das war auch für mich persönlich so die letzte Chance. Wenn das Spiel jetzt scheiße wird, ja, klopp ich es in die Mülltonne. Und ja, hier die erste Halbzeit. Und da waren die Kills und die Tode noch nicht so das Krasse. Aber in der nächsten Hälfte geht's ab. Da ganz oben bin ich. Akastar ist mein Cousin. Was haben wir da? 14-5, noch nicht so krass. Aber in dieser Hälfte, da wird er schon ziemlich abgehen, ja, muss ich sagen. Und ja, so viel dazu, weil viele warten auch ab, ob man sich das Spiel überhaupt holen sollte. Besonders auch bei meinen Freunden. Ich habe mir das sofort am Release-Tag geholt. Ist ja fast schon so ein Ritual bei mir. Sorry, ich habe ein bisschen das Mikrofon angestupst. Ist fast schon so ein Ritual bei mir. Und ich bereue es echt gar nicht. Ne? So lange habe ich echt nicht mehr gesuchtet. Die ganzen letzten Teile, vor allem Advanced Warfare, da habe ich vielleicht nur einmal Prestige gedrückt oder so. Und ja, Zombie-Modus musste man sogar kaufen. Das war auch so eine kleine Schweinerei, würde ich mal behaupten. Und hier hat man zwar nur eine Map, aber die Map ist mega groß. Man hat viel zu entdecken im Zombie-Modus. Und dazu gibt es auch noch bald ein Video. Leider ist das ohne meine Tonspur, aber dafür mit denen von zwei Kumpels. Einmal von meinem Cousin und einem Kumpel halt. Und ich muss sagen, ey, der Zombie-Modus ist echt auch mega gut gelungen. Und der Season Pass, der wird auch nächsten Monat zugelegt. Und dann gibt es auch ein bisschen Zombie-Mombies-Action. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Videos bis jetzt. Auf jeden Fall habe ich auch schon einige Abonnenten dazu bekommen, was mich echt gefreut hat, weil sonst bekommt man ja nicht so viel Aufmerksamkeit. Und jetzt durch Black Ops 3 kriege ich mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ja, wem das halt alles gefällt, der abonniert mich halt. Und das hat mich echt gefeiert, als ich das gesehen habe. Und herzlich willkommen an die Neuen hier auf meinem Channel. Ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben, was ihr eher sehen wollt. Weil ich bin da noch ein bisschen in der Aufbauphase, wie man merkt. Und ohne Feedback kann man sich nicht wirklich vernünftig weiterentwickeln. Weil wenn die Leute jetzt kommen, abonnieren und dann ja gucken die, ja, der bringt doch nicht so das, was ich eigentlich sehen wollte. Oder was, der bringt nicht mehr so viel davon. Aber man schreibt keinen Kommentar und dann einfach deabonniert. Bisschen schade für mich, und ich freue mich echt über jeden einzelnen Abonnenten. Und ja, danke dafür. Und vor allem danke, dass ihr die COD-Videos so feiert. Es wird auf jeden Fall mehr kommen. Ich habe echt versucht, jeden Tag ein Video rauszuballern. Und ja, ich werde gleich mal ein bisschen suchten, paar Vorräte klar machen und dann auch ein kurzes Vorräte-Video rausballern. Und man sieht das hier. Defensiv spielen ist echt das A und O in dem Spiel, damit man auch ein gutes Gameplay hinbekommt. Die Abschussserien sind noch ein bisschen sneaky-beaky, da muss ich mich noch ein bisschen rantasten. Orbitalsatellit gibt es anscheinend auch, das habe ich noch nicht so mitbekommen. Und ich kann echt empfehlen für den Anfang die Klasse Speerbär, also die Spezialisten Speerbär mit diesem Sichtpuls, weil das bringt echt mehr als diesen Bogenschützen, weil ich finde, wenn man gut dabei ist und gerade den Bogenschützen freigeschaltet hat, also unten rechts, wenn die Leiste an den, wenn man Punkte macht und Kills macht, dann pusht das halt ein bisschen hoch und dann kriegt man das alles schneller. Und wenn man dann richtig gut dabei ist, den Bogen hat, dann passiert es echt ziemlich schnell, auch wenn man echt gut ist, dass man irgendwie was verkackt und dann deswegen stirbt. Deswegen empfehle ich echt eher so Spezialisten-Boni-Fähigkeiten, die einen eher so ein bisschen helfen, eher passiv sind. So wie dieser Sichtpuls, der killt ja im Prinzip niemanden, sondern hilft einem eher. Das ist wie so eine zweite Drohne, die einmal so über die Map geht und man dann quasi die Leute durch die Wände sieht. Ja.
Und ja, ich habe eigentlich alles gesagt. Lohnt sich auf jeden Fall. Das Jumpen haben die echt reduziert. Handling von den Waffen ist auch mega gut. Ich finde auch irgendwie ziemlich genau, fühlt sich irgendwie ziemlich präzise und schnell an. Ja, okay, präzise, ja, ne, kommt auf den Rückstoß und auf die auf das Aiming an, aber ja, das Spiel fühlt sich echt gut an. Dieses Rumgejumpe geht einem nicht auf den Sack. Hier und da kann man mal an die Wand laufen, das macht immer wieder Spaß. Selbst nach 9 Stunden laufe ich gerne mal hier und da Prince of Persia Style an der Wand entlang. Und das haben die auch cool in den Zombie-Modus eingebaut. Da gibt es so die ein oder anderen Stellen, wo man das mal gebrauchen könnte. Und ja, das haben die echt gut gemacht. Story hat mich noch nicht so krass überzeugt, aber der Mehrspieler hat echt die Sachen, die man eigentlich die letzten Jahre von COD erwartet hätte. Außer die eine oder andere Map, die geht einem auf den Sack, wie zum Beispiel Redwood. Ey, das ist echt die ranzigste Map, die ich je gesehen habe. Design ist echt cool, aber man wird da echt die ganze Zeit geholt, weil ich weiß echt nicht warum, aber die Map ist einfach total minus. Die beste Map ist meiner Meinung nach, also es gibt, okay, die beste Map gibt es nicht, aber es gibt da einige Maps, die richtig geil sind, wie zum Beispiel diese hier, Combine. Ich hoffe, ich irre mich hier nicht. Die müsste Combine heißen. Und Nuketown DLC Map, ja, lohnt sich eigentlich nicht zu holen. Also, wer die Map nicht hat, ich meine, der verpasst nichts. Die Map ist irgendwie total, ich finde die irgendwie total lame. Nur noch ziemliche Tryhards, Zocker, Leute spielen diese Maps. Es gibt die leider nur in, wenn man jetzt den Spielmodus aussucht, in einer bestimmten Klasse, dass man nur Nuketown zockt, in irgendwelchen Random-Modis, und Herrschaft ist auch ziemlich krass, aber wie man sieht, hier vorhin gerade ein schöner Triple, man kann da auf jeden Fall was reißen, selbst als, ja, würde ich mal sagen, No-Hand in Bezug aufs Level, Level 2, ich meine, guckt euch jetzt mal die Stats an, ich muss mal kurz hier vorspulen, weil ich hier ein bisschen verpasst habe auf Ding ist zu rücken, so. Also die Stats liegen bei, komm schon, da sind sie auch. 35 zu 9 mit Level 2 war das, glaube ich. Und ich muss echt sagen, Leute, gönnt euch das Spiel, wenn ihr echt COD schon seit Jahren mitzockt und von den letzten Teilen enttäuscht wart. Ich finde das, diesen Teil richtig gut, und ich werde den, glaube ich, echt ziemlich lange zocken, vor allem mit dem DLC. Mit dem Season Pass, sorry. Und wenn ihr wollt, kann ich noch ein Video machen, welche Waffen echt richtig geil sind. Da habe ich schon das ein oder andere herausgefunden bei den Maschinenpistolen. Welche Aufsätze was bringen, welche nichts bringen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Yo Leute, was geht ab? Cyber am Start und willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir ein bisschen Black Ops 3. Wohl eher, wir machen heute ein paar Kisten auf, oder? Ja, mal gucken, ob ich eher drei normale Kisten aufmache oder doch lieber eine von diesen seltenen Kisten. Und das wird ein ganz kurzes Video. Und mal gucken, wie es ankommt. Ich habe vor, das so regelmäßig aufzumachen. Halt ein kurzes Video, wie ich halt so eine coole Kiste aufmache. Mal gucken, was drin ist. Und je nachdem, wie schnell ich die ganzen Marken oder Kryptos bekomme, öffne ich die Kisten und ja, fangen wir mal auch sofort an mit einer Kiste.